Sterben noch zu viele Leute, ja. Acht Tote pro Tag. Ja, aber hier die dicke Industrie, die baut sich hier auf. Technologie wäre natürlich jetzt hier auch interessant. Ob wir das vielleicht hinkriegen mit einem Wu-Tower, wenn wir Technologie, bessere Technologie bräuchten. Wind geht ja hier so schräg hoch. Direkt hier ins Wohngebiet. Das ist natürlich perfekt. 39.000, da kann ich das hier weiter ausbauen. 650 Barrel am Tag. Hier. 165. 170. Nehmen wir das. Wir versuchen natürlich die besten Stellen zu kriegen. Hier wird es natürlich besser. 85. Einen haben wir noch. 194. Oh, das ist ganz tief schwarz. Hier sieht man schon, da wird es langsam leer. Das sind die Pumpen. Aber... läuft, 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 läuft. Okay. Das Lager müsste dann natürlich mehr dann sich gefüllt haben bald. Und ich hoffe, dass wir damit gut Gewinn machen oder was gut verdienen. Und wenn nicht, dann ja, weiß ich auch nicht genau. Bin ich auch ein bisschen sprach- und ratlos. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Da bauen die nicht. Okay, die suchen hier noch Arbeiter. Haben wir keine? Wir können doch bestimmt ein paar Pendler von außerhalb kommen. Aber wir haben ja nicht besetzte Arbeitslose, 53. Also wir haben noch genug Leute. Wir haben sogar Jobs in der mittleren und oberen Schicht. Okay. Hoffe ich mal, dass... oh, wir kriegen sogar hier Leute rein. 359 pro Tag. Oder Passagiere. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, Metropole wird langsam hier. Wir haben alle Kredite offen. Wir haben Plus. Also das ist, läuft hier super. Wir sehen gerade 140.000 am Tag. Machen wir vermutlich. Sieht man das hier aber noch nicht. Okay. Hier, da geht auch noch was. 7 von 10. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Rohöl ist hier natürlich nicht so groß. Aber es geht schon. Es geht schon. Wir versuchen natürlich, das hier zu maximieren und dann auf Sprit zu gehen. Auf Treibstoff. Denn der Treibstoff wird... bei 5-mal teurer verkauft als das Rohöl. Und ich glaube, er macht aus einem, aus 1000 Barrel Rohöl, macht er 1000 Barrel Treibstoff. Und das ist natürlich dann richtig gut. Die Lager werden hier schnell dann überlaufen. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall jede Menge Treibstoffplatz. Die haben hier 2000 jeweils. Das heißt, 6000 hätten wir hier. Hier hätten wir nochmal 6000. Das heißt also 12 und hier hätten wir auch nochmal 2000 für Treibstoff. Okay. Eventuell reiße ich dann. Treibstoff haben wir hier schon. Versandlager, das Kunststofflager. Ja, na gut. Also im Moment haben wir eh noch nicht das Lager so mega voll. Also von daher einfach mal einen Moment abwarten. Und ich müsste dann theoretisch hier den Strom wieder anschalten. Das wird dann 1000 wieder kosten zusätzlich. Ja, gut. Komm, wann wird das denn hier? Wahrscheinlich um 0 Uhr wird das hier gesagt. Täglicher Fortschritt oder täglicher Gewinn, Rohöl. Also 160.000, das ist echt gar nicht mal so ohne. Und dann brauchen wir nochmal 400.000, um die Rohöls- oder Raffineriezentrale, wie auch immer das heißt, dazu bauen. So, Räuber bequeren Grenze von Raccoon City. Was? Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut.
was ist denn hier? Diese Bestenliste statt letzten 12 Stunden Handelstransaktion des Monats. Aha. Freunde, meine Städte. Mhm. Letzten Monat. Komisch. Also noch... Kriegen wir es nicht gesteigert? Der hat auch nur einen Transporter. Pass mal auf, wir hauen hier nochmal... Erstmal natürlich, also das ist das Wichtigste. Zack. Erstmal das Schild hin. Dann hier den Transporter. Den Transporter. Und den Transporter. Und dann haben wir noch Platz für zwei von den Burschen. Sehr gut. Und das waren wieder 5000. Aber warum erhöht sich das denn jetzt hier nicht? Mörder aus Silicon Valley auf freiem Fuß. Oh oh. Was hat der Nork da nur produziert? Mörder! Verbrechen im Gange. Die müssen nämlich einmal erst hier rumfahren. Uiuiui. Wir verlieren Arbeiter, weil sie immer sterben. Mörder auf freiem Fuß. Alter Schwede. Er hat sein Wutor freigelassen. Ah! Oh, verdammte Axt. Okay, gehen wir mal. Ich bekomme sogar schon Unterstützung aus Raccoon City. Laden wir mal Raccoon City. Ach du heiliger Bimbam. Meine Güte. Raccoon City sieht auch ein bisschen anders aus. Nicht doll. Aber ein bisschen. Also, ihr hattet mir vorgeschlagen, von den Häusern hier was abzureißen, damit wir weniger Jobs haben. Wie sieht es denn eigentlich aus im Moment? 11%, 88.000 Jobs, nicht besetzte Jobs 3.000. Eventuell hatten wir überlegt, hier so rüber das zu legen, die Straße. Und ich mache das jetzt einfach mal. Pass mal auf. Vielleicht eine geschwungene Straße? Was ist hier das Problem? So könnten wir machen. Möglichst wenig Geld. Soll es kosten. Guck mal, so geht's nicht. Schade. Die Brücke. So, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob das wirklich Entlastung bringt. Wenn es Entlastung bringt, wäre das super. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier nur weiter Probleme. Wasser haben wir minus 6. Pumpstation. Wie sieht es denn in der Gegend aus? Kann ich irgendwo Wasser hier ankaufen? Ich kaufe schon Wasser an. 7 von 14. Also theoretisch könnte ich meinen gesamten Bedarf stillen. Die Wasservorräte hier gehen zu Neige. Ich hatte ja auch mal einen Tipp gekriegt mit... das war... Minus 10. Ah! Benötigt Förderkapazität. Kaufen 29. Der Tipp war eben... Neben so einer Pumpstation... So eine auch eine... wie heißt das? Eine Kläranlage hinzusetzen. Und das finde ich ist eine super Sache. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, oder? Können wir die noch upgraden? In so Straße. Und daraus eine richtige Brücke machen. Hauptverkehrsbrücke, hohe Dichte. Hauptverkehrsbrücke, hohe Dichte. Schade, ich hätte gerne so eine da gehabt. Mit Brücke und Tram. Ja. Ja, schön. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Aber es sieht schick aus, oder? Es sieht schick aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben noch ein Müllproblem. Stromausfall. Oh, wieso haben wir jetzt Stromausfall? Stromausfall, Stromausfall. Wir kaufen doch einen. Aus Quadrahausen und aus Umbrella. Warum haben wir denn so wenig Strom? Wir kriegen von da Nutzung aus Umbrella Corp
43 von 87. Wie viel Minus haben wir? 31. Das heißt, wir müssten eigentlich genug kriegen. Ich werde mal hier ein paar kaputte Sachen. Ach shit, den wollte ich nicht. Fehlende Kunden, okay. Das hier ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt. Ein verlassenes Gebäude noch und ein Trümmer. Na, wo ist es? Ach, hier wahrscheinlich. Ja, genau. Hier habe ich auch schon versucht, mal was raufzulegen. Eventuell sogar strommäßiges. Hier passt aber auch gar nichts drauf. Außer ein Atomkraftwerk. Wie sieht es eigentlich mit der Bildung aus, meiner Leute? Unterirdisch. Leider unterirdisch. 900 Leute können... müssen wir mal die Schule hier anmachen? Die Schule ist an. Also das geht gar nicht. Das können wir uns nicht leisten. Okay, weiter geht's hier. Wasser haben wir immer noch das Problem. Minus 11. Wasservorräte gehen zu Neige. Pumpstation. Also nochmal zurück nach Raccoon City. Dort machen wir genug Plus. Wir könnten also hier theoretisch eine Kläranlage daneben hauen. Ah, ja, nee, das geht ja auch nicht. Das ist der Umschlagsplatz. Das ist hier die Pumpstation. 87 Monate. Bearbeiten. Wir hauen erstmal hier noch eine normale. Ach, zu wenig Simoleons. Och Mist, jetzt muss ich auch noch hier warten, dass wir genug Simoleons dafür haben. Also merken, wir brauchen mehr Strom. Warum ist hier nicht Strom genug? Wir haben hier 300 Megawatt. Wir können also genügend anbieten. Aber irgendwie wird nicht genug genommen. Okay, einfach weiter gucken. 3000 Barrel. Hier ist leer. Okay. Immer noch Level 1, ja. Ist ja klar. Es müsste hier irgendwie schneller gehen. Schöner wäre es, wenn wir auch mit Hafen und mit Dingenskirchen hier, wie heißt es? Mit dem Zug hier über den Umschlagsplatz Sachen verkaufen könnten. Sieht eher die Fördermenge aus, 3500, 11,8 und hier 10,8. Oh, oh, oh. Da sehen wir gerade, dass hier einiges langsam dünner wird. Krankenwagen kommt hier rüber. 24.000. Ich glaube, wir brauchen 40.000 für ein weiteres Wasser. Ich weiß nicht, ob wir nur eine bestimmte Prozentzahl anbieten können. Weil es müsste eigentlich ja total ausreichen. Hier steht zum Beispiel, wir haben beim Wasser 65 plus. Und wir verkaufen davon nicht alles. Verkauft 10 nur. Also ist das komisch. Warum? Weiß ich nicht genau. Aber, ja, das ist halt so. Ändern kann ich es irgendwie gerade nicht. Ich schenke mir nebenbei mal was zu trinken ein. Ich hoffe, das stört nicht. Weil langsam werde ich trocken. Als Alleinunterhalter werde ich wieder trocken im Hals. Sonst könnte einfach der Nordmann zwischendurch reden. So. Also 66, hier wird ordentlich gepumpt. Gefördertes Wasser. Wir könnten sogar 100. Egal. 42. Der Sinn des Lebens. Das sind 200. Das kostet nur 30. Ah. So. Jetzt wird mehr gefördert. Und wir gehen hier nochmal rein. Auch wenn es doof ist, aber zack an. So, jetzt mal eine Sekunde das hier laufen lassen. Damit die Förderung auch irgendwie hier vielleicht gespeichert wird. Das sieht sehr gut aus. Was mir aufgefallen ist, ich habe mal eine Stadt gemacht, die ungefähr so aussah. Man kommt rein, es gibt eine ganz lange Straße bis zum Ende. Und danach komplett alles in Schlangenlinien. Auch in derselben Länge, Schlangenlinien, komplette Linie durch. Und
Das läuft alles super gut, nur wenn die Straße zu lang wird, dann schafft es nicht mehr der Strom, wenn er von hier kommt, der sieht ja so aus, dass hier diese kleinen Kugeln da durchfliegen. Und der schafft es dann irgendwie nicht mehr, an einer bestimmten Länge da weiterzukommen. Das heißt, ja, das ist begrenzt sozusagen, die Reichweite. Und dann haben die trotz des Überschusses an Strom, ja, irgendwann Strommangel. Ich denke, das sollte jetzt auch hier reichen, dass wir genügend Strom produzieren. Kurz mal schauen. Überschuss sehen wir hier auch noch gar nicht, wie viel wir da machen. Wir gehen also zurück nach Raccoon City. Angeblich ist es ja so, dass wir zu viel Arbeit haben. Zu viel Arbeitsstellen. Und mir wurde vorgeschlagen, zum Beispiel doch mal ein paar Hotels abzureißen. Die Hotels werden natürlich gut besucht. Was haben wir hier? Pension. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich nicht einfach statt der Hotels, die ich dort habe, was ist das hier? Ein Wohnhaus. Wohnhäuser dahin mache. Die stellen noch Leute ein. Was sagt das Stromproblem? Null. Sehr gut. Also wir kaufen komplett alles ein. Was sagt das Wasser? Auch bei Null. Sehr gut. Wasser hat funktioniert. Müll. Müll ist jetzt unser nächstes Problem. Stromausfall hatten wir. Wir hatten Stromausfall. Es kann aber gar nicht sein, dass wir jetzt immer noch Stromausfall haben. Doch, haben wir immer noch. Wir kaufen uns den Strom an. Mal sehen, wie lange das dauert. Lassen wir das erstmal laufen. Es dürfte ja dann eigentlich hier bald ankommen, wieder der Strom. Wir kaufen ja so viel an Strom, also... Wir haben sogar noch 17 Megawatt in der Region verfügbar. Wir sind bei 0. Da kommt der Strom langsam. Ja, der Strom braucht echt sehr, sehr lange. Und die Entfernung ist eigentlich ja... über die Region sozusagen noch viel, viel weiter weg, als es eigentlich innerhalb eines Gebietes so sein kann. Aber interessanterweise kann man innerhalb eines Gebietes trotz Überschuss verhungern an Strom. Schaffen wir es jetzt hier, den Strom rüberzukriegen? Großes Problem mit der Gesundheit. Ja. Jetzt wollen sie auch alle hier abbiegen, ne? Schauen wir mal. Verkehr. Messegelände. Veranstaltung planen. Machen wir mal Motocross, das ist nicht ganz so teuer. So, Veranstaltung. Hier immer noch rot. Sehr viele Hotels. Da werden wir mal schauen, ob wir das wegkriegen, die Hotels. Okay. Jetzt den Strom. Der Strom ist jetzt überall da. Sehr gut. Gehen also jetzt hier hin und schauen mal, wie sieht es hier aus. Wir haben... Das wurde ja alles von diesem Monster gefressen. Wir haben hier noch Platz, um weitere Müllwagen hinzustellen. Bus. Genau, machen wir hier hin. So, super. Müll. Das ist Müll. Wasser. Ja, Wasservorräte neigen sich dem Ende. Ich hoffe natürlich, dass wir es hinkriegen. 9,5 übrig. Oh Mann. Also nicht genug. Wir müssten also noch in unserer anderen Stadt mehr da produzieren. Das Verbrechen regiert. 8 Verbrechen pro Tag. Kriegen natürlich ja auch Unterstützung. Wir haben nur eine kleine Polizeiwache. Soll ich das Polizei... Oder ist das... Ja, das ist eine Polizeiwache. Ich könnte natürlich das Polizeirevier bauen. Wir haben 264... Puh. Also erstmal kurz gucken. Verbrechen können wir noch machen. Mangel an Arbeitern hieß es eben gerade. Die Schule, das läuft eigentlich jetzt ganz gut, ne? Hier haben sie Platz. 800 zwar nur. Und eine Turnhalle. 8 Schulbusse.
Könnt ihr euch hier oben einen draufsetzen? 17.000, ja komm, machen wir mal. Damit wir... So, wie viel haben wir jetzt? Hier haben wir 2.800, das reicht komplett für alle. Okay.